Heißt Servus zum Morning Skill Welt. Hei, kochen wir mal wieder was. Hei, kommt wieder was für die Rubrik Sonntagsschmankerl. Und zwar machen wir heute eine schöne Anden. So, und diesmal geht das aber ziemlich schnell. Und zwar, ich habe jetzt noch schöne Anden. Also über 2 Kilo. Mein Römertopf, der wässert jetzt schon. Und da brauche ich noch Zwiebeln dazu. Ein Salz muss ich dann noch sagen. Das Blaukraut habe ich schon aufgesetzt. Da habe ich ja schon mal ein Video gemacht, wie ich das mache. Das zeige ich jetzt nicht mehr. Das tut jetzt schon ein bisschen drauf, was ich hier köcheln. Dass das gescheit durchzieht. Ja, und mehr braucht man eigentlich nicht. Knödel gibt es da noch dazu. Die habe ich nur welche von letztem Mal eingefroren. Die haben wir halt bloß in den Topf noch rein. Und wie gesagt, die Anden kommt dann in den Römertopf rein. Das zeige ich euch aber dann noch mehr, gell? Also dann bis gleich. So, jetzt habe ich es gesalzen. Und jetzt habe ich da eine Zwiebeln mit Schale und einen Apfel habe ich auch noch hergeschnitten. Den haben wir auch noch mit rein, also habe ich jetzt alles da drin. Und das Herzl nehmen wir noch dazu und die Flügelbeine dann zum Anbraten. Gut. So, ja, wie gesagt, Anten ist da in meinem Römertopf drin. Für 2 Stunden und ja, 20 Minuten, so knapp über 2 Stunden drin lassen. Bei 200 Grad haben wir jetzt Umluft. Natürlich kalt reingeschoben und dann aufheizen lassen und den Deckel jetzt ja nicht aufmachen. Ne, da schaue ich erst rein so nach 2 Stunden, wenn ich es einmal raus tue. Für Suppen sage ich, für die Soße habe ich schon alles hergekriegt. Gemüse, da Pflügel habe ich mit rein zum Anbraten. Das Blaukraut kocht, Wasser für Knödel habe ich hergekriegt. Wie gesagt, das wird heute ein schnelles Essen, ohne viel Arbeit. Und Soße, die kann ich erst machen, wenn ich die Anden da raus tue, weil dann tue ich die noch. So für eine Viertelstunde oder was. Nur mal ohne Deckel rein, dass die schon groß wird und das Fett drin abgießen. Und das brauche ich dann nämlich für meine Soße, das Fett. Aber wie gesagt, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, dann hole ich noch. Gell? So, jetzt noch gut 2 Stunden habe ich jetzt mit dem Vogel aussehen noch. Er schaut noch käsig aus, aber wie gesagt, ich tue jetzt da das Fett da drin abschöpfen. Und dann haben wir den noch mal für, ja, ich dachte schon eine halbe Stunde, dass die schon groß wird. Mit geöffneten Deckel rein. Ja, und dann kann ich jetzt nämlich endlich mit der Soße anfangen. Jetzt ist es nochmal drin im Ofen. Ich habe es jetzt ein bisschen mit dem Fett noch ein bisschen übergossen, dass die Haut knusprig wird. Jetzt lasse ich es einmal eine halbe Stunde drin bei 200 Grad. Das sehen wir dann schon. Wie gesagt, da ist jetzt das aufgequetschte Fett. Das nehmen wir jetzt auch gleich zum U-Bahn her. Für unsere Soße, dass ich das Gemüse braten kann. Dann nehmen wir jetzt mal so einen Schluck. Ja. Weil es soll ja nach Enten schmecken und nicht nach irgendwas anderes. Dann haben wir jetzt da das Gemüse anbauen, haben wir die Flügel mit rein, noch ein bisschen Tomatenmark einreduzieren lassen, ihr kennt ja das Prozedere. Und ja, wird schon werden. Ja. Aber da hole ich euch dann noch mehr, gell? So, jetzt schaut es her. Jetzt tue ich da das Gemüse da anbauen. Ganz normal ist ein bisschen so ein Suppengrün, habe ich da hergenommen. Wie gesagt, das lasse ich jetzt mal gescheit anbraten. Dann lösche ich es dann nochmal ab. Immer so ein Schöpflöffel reinhauen. Ne? Weil da schaut es her, das ist schon eine gute Soße jetzt da. Das ist eigentlich aber eigentlich bloß Fett, aber ist ja wurscht. Und dann noch einen Fond aufhauen, würzen, gescheit einkochen lassen und fertig ist. Das Knödelwasser haben wir auch schon ein bisschen abgeschalten. Und Lager können wir jetzt auch ein bisschen Gas geben, dass das auch schön durch wird. Oh ja, das schaut schon gut aus. Na gut, wenn dann die Soße halt fertig ist und die Anden, das zeige ich euch dann nochmal, gell? So, jetzt schaut es her, so haben wir das vorgestellt. Ne, so richtig schön einkochen lassen alles. Da habe ich jetzt halt nochmal so einen Schöpfchen für Apfel da. Nur so ein bisschen jetzt. So, wie gesagt, das lasse ich jetzt nochmal gescheit. Obran alles, einkochen, einreduzieren. Da haben wir noch einen Schuss Tomatenmark rein. Ja. Und da habe ich gesagt, gieße ich das mit vor auf. Und über das Anteil, glaube ich, ja, den tun wir jetzt auch noch ein bisschen was auf, Schatz. Ja, könnt ihr zuschauen. Dann kann ich das da halt da herstellen. So, jetzt schaut's her. Das da noch ein bisschen was drüber. So. Oh, brutzelt schon. Ja, schon.
Na, bist du bloß, schaut schon aus. Na ja. Dann wir jetzt noch Gas geben. Passt schon. Ja? Schalten wir wieder Zoom. Glaube ich besser. So. Umluft. Ja. Gut. So, zeigt es selber, Schatz, ja? Die Soße, die soll jetzt da ruhig. Die kann jetzt nur eine halbe Stunde da vor sich hinköcheln. Dann tue ich es nochmal abseiern. Also, das müsste ausbringen, dass ich wirklich bloß nur die Soße da lau habe. Ne? Bisschen würzen noch und fertig ist. Knädelchen. War jetzt auch so 20 Minuten. Und schauen wir mal nochmal schnell zur Hand rein. Was die so macht. Ja. Ja, jetzt bin ich schlapp gekommen. Gut. Nein. Also, wie gesagt, ist halt schnell gegangen. Jetzt warten wir, bis es fertig ist, soweit. Dann tue ich jetzt einen Teil ausziehen, muss dann noch herschneiden. Das wird wieder so eine Gefricklerei werden. Ich zeige euch dann nochmal schnell ein Büttel, wie es fertig ausschaut. Und wie gesagt, ja, wenn es euch gefallen hat, vielleicht hat einer Bock gehabt, ich habe jetzt so richtig Hunger drauf. Und wie gesagt, ein Büttel folgt dann noch. Und ich wünsche euch viel Spaß. Ich muss ja heute noch nach Ringstaff fahren zu meiner Umschulung weitermachen. Aber das kann man dann, gell? Also ich wünsche euch was. Merci fürs Zuschauen. Euer Barney.